Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im City Transport Simulator Dram. Ja, Map kann man ja nicht sagen, das ist ja immer noch Trauma-Stadt oder wie es sich auch immer schimpft. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal mit der Linie 14 in Fahrtrichtung am Weidensee und auch zurück. Ich denke, das wird so ein schönes kleines Video von ca. 20 bis 25 Minuten werden. Und die Beschreibung sagt das ja schon aus, dass wir hier dann mal unseren Weg suchen, ohne automatische Weichensteuerung. Ich würde sagen, wir starten den CTST, ja genau, City Transport Simulator Dram. Und ich würde sagen, wir legen los. So, Freunde, willkommen im Hauptmenü vom CTST. Hier haben wir ja den Karrieremodus. Darauf gehen wir im nächsten Let's Play ein. Wir fahren heute mal auf der Sandbox. Da sind ja schon einige Linien vorgegeben. Die habe ich auch ein bisschen umgeändert, weil eine einstellige Zahl gefiel mir nicht. Deswegen habe ich eine zweistellige Zahl rausgemacht. So, und wir gehen rein. Den wollen wir nicht, den kennen wir. Den wollen wir auch nicht, den kennen wir auch. Den, mit dem fahren wir jetzt. Sind wir ja schon bereits mit dem gefahren im ersten Let's Play Video. So, ganz klar, Niederflurwagen. Statt Regiotram nennt er sich. Wenn es hierfür noch Strecken geben würde, dass man auch mal das Fahrzeug als Zwei-Richtungsfahrzeug nutzen kann, könnte, dann wäre das ideal. Vielleicht wird es ja umgesetzt. Mal schauen. Vielleicht auch noch mit einem vernünftigen Depot, wo man dann hier entsprechend noch ausrücken kann. Also für Early Access ist schon sehr viel dran gedacht worden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist nicht nur eine oder zwei oder drei Linien. Nein, man kann hunderte Linien, sage ich jetzt mal, wenn man hier Lust hat, erstellen darüber. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Es ist auch sehr, sehr viel KI unterwegs. Ich meine, bekannten Bugs und Fehler, die werden jetzt noch behoben. Das Update wird, wenn ihr euch das Video anschaut, dann schon bereits draußen sein. Ja. Ja. Wir haben jetzt genug hier rumgeschwätzt. Wir gehen weiter. Wir wählen unser Fahrzeug aus. Das soll ja Tramau und Trauma. Wie komme ich denn auf Trauma? Tramau, so heißt die Stadt. Okay. So, also wir wählen das Fahrzeug aus, den fahren wir jetzt auch gleich. Wir wählen die Linie 14. Wählen wir mal aus. Hier vom Engel. Eklundsdorf, mein Gott. In Richtung am Weidensee. Dort werden wir starten, hier werden wir enden. Wir fahren so ein bisschen am Nachmittag. Mal auf dem Wettermodus gespannt, die sie noch einbauen werden. Fahren 15.20 Uhr. Wir lassen mal 2 Minuten Vorbereitungszeit. Da zeige ich euch mal gleich noch was nämlich hier möglich ist. Wir beginnen außen an der Straßenbahn. So, ich denke, wir haben alles soweit eingestellt und los geht's. So, willkommen an unserer jetzigen Endhaltestelle. Grafik ist enorm. Early, also beziehungsweise mit dem Unreal Engine, das gefällt mir sowas von. So, hier stehen auch schon die ersten Fahrgäste. Oh, der Zug wird voll. Würde ich mal sagen, lassen wir die ersten mal einsteigen. Auf geht's. Den anderen schalten wir jetzt gleich noch die Türfreigabe. So, wir platzen uns das mal. So, jetzt muss ich das wieder überlegen.
So, dann geben wir jetzt mit der Taste J die Türen frei. Und können die nämlich auch einsteigen. Ach so, ja, was ich euch noch zeigen wollte. Jetzt ist ja hier zurzeit rechter Seite die Türen freigegeben. Hier haben wir auch die Türsteuerung für die in Fahrtrichtung linker Seite. Die habe ich jetzt freigegeben. Das zeige ich euch mal. Augenblick. Da sitzt er noch. So, und dann ist nämlich auch hier die Tür freigegeben. Dann kommen wir nämlich hier auch aussteigen. Da hinten staunen sich schon die Bahnen. Also im Grunde genommen kann man hier eben halt auch schon einsteigen, wie ihr seht. Das ist machbar und wir haben ja hier, wie gesagt, ein Zweirichtungsfahrzeug. Und wenn man das noch mit einbauen könnte, wäre optimal. So, aber nichtsdestotrotz fahren wir jetzt los. So, einmal platzen. Oh, wir müssen auch schon. Ach ne, wir haben doch eine halbe Minute Zeit. Deswegen. Gut. Ja, also wie gesagt, jetzt geht es Richtung mit der Linie 14 hier Richtung am Weidensee und dann einmal zurück. Wir haben die automatische Weichensteuerung ausgeschalten. Ja, mal schauen, ob wir damit zurechtkommen. Die Tasten oben an der Tasten sind, 1 ist für links abbiegen, 2 ist für geradeaus und die Taste 3 ist eben halt für das rechts abbiegen. Aber man sollte immer dann entsprechend nach dem Abbiegen dann sofort auch die Aktivierung wieder rückgängig machen. So, wir haben das Abfahrsignal und wir nehmen die Türfreigabe weg. Gut, und dann legen wir los. Ja, die Tasten für den Blinker haben sie blöd angesetzt, aber es gibt ja noch eine Möglichkeit bald, wo wir dann die Steuerung dann selber einstellen können. So, wir wollen vorne rechts abbiegen, deswegen Aktivierung, Weichensteuerung nach rechts. Das hier nach der Halbkurve eben mal, wie gesagt, geht es dann vorne rechts. So, hier muss man rechts. Der schon mal gehört hat, dass ein Schienenfahrzeug Vorrang hat. Gut. So, dann geben wir mal die Türen frei.
Mitfahren wollte jetzt keiner. So, dann nehmen wir die Türfreigabe weg und dann geht es auch schon weiter. Die Relaischaltung hört sich gut an. Was ich auch weiterhin geil finde, das war ja auch bei Dramsim schon gewesen. Dass man sich nach wie vor Haltestelle Sonnengasse. Übergang zur Linie 17. Freiberg durch den Zug bewegen kann. Das ist halt jetzt eine kurze Linie. Ich habe auch noch eine längere Linie, aber die schaffen wir jetzt heute nicht allgemein jetzt hier großartig abzufahren. Die geht einfach mal von oben runter über Hauptbahnhof und so weiter. Also da ist man schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Gut. Haltestelle Lauridorstraße. Übergang zur Linie 17. So, nach der Lauridorstraße, wie sie jetzt so schön gesagt hat, geht es dann links ab. Sind wir jetzt schon links ab? Ach, das Scheppern, das hört sich Rima absolut geil an. So. Hier haben wir die 14. Hier haben wir die 17. Schönes Bild mitnehmen. So, auf geht's und weiter. Ja, auch schon das erste Ziel gleich erreicht. Haltestelle Eichenweg. Übergang zur Linie 17. Tür frei. Wir können dann gleich noch mal die Campuslinie fahren. Ich bin sicher, das müsste die 16, glaube ich, sein. Wenn wir dann noch mal über den Hauptbahnhof fahren, dann auch, wie gesagt, ohne automatische Weichensteuerung. Da haben wir ein bisschen was für das Let's Play Video hier. So, Türfreigabe weg.
Was sagt der Kollege? War es richtig schön gemacht. Also hier haben sie sich Mühe gegeben. Ich bin gespannt. Bis Ende des Jahres, was sich hier noch alles tut. Haltestelle am Weidensee. Übergang zur Linie 17. Fahrtende. Bitte aussteigen. So, jetzt geht's einmal rechts ab. So, wo ist die Haltestelle? Ah, da vorne. So, dann geben wir mal die Türen frei. Damit haben wir jetzt einen Augenblick Zeit. Möchtest du die Pausenzeit überspringen? Nein. Das soll schon ein bisschen real gehalten werden. Nochmal einen Augenblick an die frische Luft. Eklundsdorf, so heißt er. Das ist das Fahrziel. Na gut. Wir sind alle Wetter, vier Jahreszeiten. Lass mal zusammen, wir haben ein bisschen Herbst, da Sommer. Da hinten Frühling, wenn man so die Bäume ein bisschen betrachtet. Hier haben wir, ich kenne dich ja aus meiner Zeit noch, Zeitungsautomaten. Das hier sollte bestimmt Bild heißen statt Wald. Was haben wir hier? Minga, Merkur. Homadblattl, um Gottes Willen. Stimmt, Frankfurter Allgemeine sollte das heißen. Das haben sie extra nicht so scharf gemacht, die Textur. Ja gut, das ist ja auch eine Frage der Lizenzen, davon abgesehen. Ja, Fatzke, um Gottes Willen. Ja, was gibt's hier noch zu sehen? Da drüben ist die DHL gerade. Rennen wir mal eben quer über die Straße. Da ist eine Paketstation. Haben wir ein Paket gerischt? Auch sogar Fächer für XL. Naja, das ist eine. Ach, der ist hier geparkt. Ist hier überhaupt ein
Postfiliale? Könnte durchaus möglich sein. Naja. Haben wir noch? Lecker, Tomaten. Kartoffeln. Ja, nur Tomaten und Kartoffeln hier. Ah, müsste ich auch mal eine Let's Play Video hochladen. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, die Ampel ist grün, warum fahren die nicht? Achso, die wollen nichts ab. Supermarkt Simulator habe ich auch. Wenn ihr einen Teil sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Bin da allerdings schon ein bisschen weit fortgeschritten, Level 13 glaube ich. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Da können wir das angehen. Überhaupt kein Thema. So, wir haben Abfahrtszeit. Da oben blinkt es schon. Das sind schon so gut wie schon die 2 Minuten um. Kann man mal sehen. So, steigt noch jemand ein? So, Türenfreigaben weg. Will niemand mit? Dann gehen wir es an. Haltestelle Eichenweg. Übergang zur Linie 17. Ab, da vorne feuert sie schon um die Ecke. So, dann lassen wir mal die Meute wieder einsteigen. So, dann geht es nach der Laurito-Straße dann rechts. Stelle Lauritostraße. Übergang zur Linie 17. So, können wir schon mal die Fahrtrichtung setzen. So. Ja, sieht richtig schön aus eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin auf die Weiterentwicklung gespannt. Da wird bestimmt noch einiges kommen. Und es macht eben halt auch Spaß. So, Türfreigabe weg und weiter geht's. Wir müssten jetzt quasi nach rechts.
Signal ist frei. Doch, ja, das ist ein Sperz. So, es dürfte gleich in Kürze das Signal frei werden. Die Fahrstraße ist schon eingestellt. Das ist dann gleich immer wieder, was ich sage. Nicht vergessen, die Fahrtrichtungsanzeige, also sprich die Weichensteuerung, gleich wieder wechseln dabei. Haltestelle Sonnengasse. Übergang zur Linie 17. Kommt man nämlich in Teufelsküche und dann biegt man dann irgendwo in die falsche Richtung ab. Das ist schon ziemlich real gehalten hier, das Ganze. So, ich habe es jetzt weggenommen. Dort ist die Sonnengasse. Die nächste 14. Was jetzt allerdings nicht, von was wir so hohe Verspätungen haben. Soll ich experimentieren oder wie? So. Halten wir uns gar nicht so lange auf, sondern gleich weiter. Signal ist frei. Haltestelle Löwenstraße. Übergang zur Linie 17. So, austesten wir. Oh, die bleiben schon brav stehen, das ist gut. So, hiernach geht es dann links, die Nummer schon mal aktivieren. Achso, die Nummer hier noch weg. So, jetzt. Kann er ja rumnörgeln, wie er will. Haltestelle Eglundorf. Übergang zur Linie 16. Fahrtende. Bitte aussteigen. So, jetzt geht's links. Fahrstraße ist gestellt, sehr schön. Der kann fahren. Kollege. So, einmal mit kompletter Fahrsteuerung bzw. ohne automatische Weichensteuerung. Ja, keiner ist das rein, sag ich mal so. Wir werden jetzt nochmal die Campuslinie fahren. So, dann lassen wir die erstmal alle aus und einsteigen hier. So, möchtest du die Pausenzeiten überspringen? Nein, das machen wir eh gleich. So, gut, Freunde.
Wir sind jetzt hier wieder im Eglonsdorf oder wie das die Haltestelle auch heißt. Ich würde sagen, wir schnappen uns noch eine andere Linie, fahren dann nochmal schön durch die Gegend. Auch wieder mit manuellen Weichensteuerungen, dass man da ein bisschen Feeling dafür kriegt. Ich würde sagen, bis gleich. So, Freunde, willkommen wieder im Hauptmenü. So, ich habe das Fahrzeug schon bereits ausgewählt und wir werden jetzt mal, jetzt hier ist es die 17. Ja, die 17, die geht also jetzt hier von hier oben, von der Lichterallee. Kann man mal sehen, die hat hier diesen pinkfarbene Linie. Geht das hier runter. Kann man sehen, was wir für einen Bogen fahren. Bis letzten Endes hier runter dann am Weidensee. Ich würde sagen, lass uns hier eine halbe Stunde fahren. Dann haben wir zwei Linien auf dem Let's Play Video. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Also wir starten an der Lichterallee und fahren zur nächsten Zielhaltestelle am Weidensee. So, auch wieder so die Mittagszeit, würde ich sagen. Viel los. 14 Uhr ist eine gute Zeit. 14.05 Uhr. Wir brauchen diesmal nur 2 Minuten. Wir starten wieder außen. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, die drängeln sie schon wieder. Oh, auch schon wieder allerhand los hier. Am Weidensee, die 13 folgt Richtung Blumenmarkt. Dann lassen wir die hier vorne schon mal alle einsteigen. Bitteschön. Ihr dürft jetzt auch gleich alle. So, wir sind schon mal in Sicherheit. Hier uns kann uns nichts mehr passieren. So, dann Türfreigabe. Sie steigen auch ein. Hier ist auch die automatische Weichensteuerung ausgeschaltet. Fahren wir alles jetzt schön wieder ohne. In einer halben Minute geht's los. Können wir hier noch ein bisschen. Bisschen Sonnenrolle runter, damit es uns nicht blendet. Ja. Ich denke, wir können die Türfreigaben mal langsam wegnehmen. Mit der Taste U ist dann nur noch die Tür 1 offen. Und mit der Taste U schließen wir die auch dann wieder. Abfahrtszeit. Sehr schick. So, und dann geht's los. Auf in Richtung am Weidensee. Stelle Danielsplatz. Übergang zur Linie 13. So, einmal weiche nach links. Wichtig ist immer, dass die Weichensteuerung frühzeitig geschaltet ist.
So, da haben wir jetzt auch schon die erste Haltestelle wieder. Sehe ich natürlich das Signal nicht. So, machen wir sie halt mal einen Ticken höher. So, wunderbar. So, jetzt kommt die Unität. Haltestelle Universität. Übergang zu den Linien 12, 13, 18. Viele schon beschwert über dieses Gewackel beim Weichenfahren. Es ist alles ziemlich real, also man sollte das bloß nicht beheben. Hier steckt schon viel Potenzial für Realität drin, muss man ganz ehrlich sagen. Dahinter steht ein R22B. Das ist die fährt zur Universität, also es ist die Campuslinie, die 18. Aber das ist jetzt natürlich jetzt auch noch so ein Bug. Immer noch mal da draußen, dass ich hier eben halt die ganzen Straßenbahnzüge staunen. Kann man hoffen, dass das irgendwann auch noch mal behoben wird. Aber bin ich mir sicher, weil es ist ja, wie gesagt, Early Access. So, das Signal ist frei, wir dürfen weiterfahren. Guten Tag, Frau Kollegin. Da kommt schon der nächste Zug. Und hier staut sich halt alles. Haltestelle Bernhardsplatz. Übergang zu den Linien 12, 13, 18. Diese Kathedrale hier rechts, oder was es auch immer ist, sieht richtig geil aus. Also grafiktechnisch gibt es hier gar nichts zu meckern. Ja, schön frei. Wir fahren jetzt hier links ab. So, die Weiche ist gestellt. Das Signal ist hier mal auf gesperrt gesprungen. Jetzt kommen wir. Haltestelle Heimatmuseum. Übergang zur Linie 13.
So, aufkommt, Freunde, steigt ein. So, wir fahren die nächste dann wieder rechts. Haltestelle Sommerfeldgarten. Übergang zur Linie 13. Also hier vorne geht es ja erstmal nicht anders, der macht eine leichte Rechtskurve. Ich denke, das sollte so klappen. Also wie gesagt, wir fahren hier alles momentan ohne automatische Weichensteuerung, damit man es eben halt mal lernt. So, Türfreigabe weg. Die könnte noch ein Ticken lauter sein. Haltestelle Johann Friedrich Gasse. Übergang zur Linie 15. So, da vorne geht's rechts. Fahrstraße steht auch schon. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele dabei sind, die mit dem neuen Fahrzeug hier gerne unterwegs sind. Jawohl. Haltestelle Goethestraße. Übergang zur Linie 15. Wo der jetzt herkommt, müssen wir auch rechts. Noch eine 16. War schön gemacht. So, nehmen wir gleich die Weichensteuerung wieder weg. Kommen Sie rein, gucken Sie raus.
So, wir brauchen jetzt einfach mal die Weichensteuerung geradeaus, weil wir kommen jetzt in den Bereich vom Hauptbahnhof und da ist nämlich, würde es rechts abgehen oder zur Haupthaltestelle und da brauchen wir ja gar nicht hin. Haltestelle Hauptbahnhof West. Übergang zur Linie 11. Da wieder einige Züge rum. Ja, Weiche ist gerade ausgestellt. Hier geht's jetzt rechts. Zack, und schon ist die Weiche umgesprungen. Naja, fragt euch jetzt auch natürlich, wie weiß der jetzt, wo er entlangfahren muss. Naja, ist ganz klar. Ich habe die Linie selber erstellt. Hier auf dem Sandbox-Modus. Und habe die auch eben halt mal kurz abgefahren. Seitdem weiß ich eben halt, wie er entlang muss. Da hat eben gerade einer die Notbremse gezogen. Aber das passiert nur, wenn ich die Taste D drücke. Dann steht der Zug nämlich. So, Tür frei. Und weiter geht's. Haltestelle Ringelsteinstraße. Übergang zur Linie 11. Ringelstein oder Ringelschwein? Also wie gesagt, man hat schon viel mehr Möglichkeiten. In der frühen Version, muss man ganz ehrlich sagen, ist das schon eine ganze Menge. Ui, so einmal durchgesperrt. Haltestelle Oberer Ring. Übergang zu den Linien 11, 12, 18. So, dann geht's links. Gut, geradeaus, das kommt alles mal noch hinzu, das ist alles noch Work in Progress. Rechts könnte man abfahren, ja, aber will ich ja nicht, weil dann fahre ich ja in die entgegengesetzte Richtung. Also wir machen links weg. Setzen einen Blinker. Ist das die Fahrstraße schon fest? Jo. Können wir das schon wegnehmen. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zu den Linien 11, 12, 18.
Geht gleich wieder links. Hopp, schon umgesprungen. Steht hier eigentlich der Haltestellenname? Naja, egal, brauchen wir nicht. Gut, wir fahren weiter. Nehmen die Weichensteuerung wieder weg. Haltestelle Josefshof. Übergang zu den Linien 12, 18. Haltestelle verfehlt, hat er eben gestanden. Soweit bin ich doch gar nicht rausgefahren. Aber wir haben noch ein ganzes Stück. Wir fahren. Türfreigabe weg. Mal schauen, ob wir ein bisschen in der Zeit drin bleiben, die wir jetzt plus haben. Also keine Verfrühung. Eher 1,45 Verspätung. Haltestelle Olaf-Meyer-Platz. Übergang zu den Linien 12, 15, 18. Ich dann gerade ausgeschaltet haben, so wäre ich jetzt erstmal in die Schleife gefahren. Machst du eine leichte Kurve. Teen Universe. Haltestelle Webertheater. Übergang zu den Linien 12, 15, 18. Dann geht's rechts und schalten wir schon mal die Parschasen nach rechts. So, Fahrstraße für rechts ist geschaltet. Muss sie nur noch bestätigt anzeigen. Macht's auch. Haltestelle Amtsstraße.
Ja, im Grunde genommen geht das noch einfach mal quer durch die Stadt. Da haben wir mal links weg. Oh, schauen wir mal, ob wir richtig gefahren sind. Amtsstraße soll das heißen hier. Amtsstraße, jawohl. So, dann geht's links. Stellen wir dann schon mal ein. Haltestelle Friedlandstraße. Übergang zur Linie 12. Oh, ist schon, die Fahrstraße ist schon bestätigt. Können wir das schon mal wegnehmen? So ist das schön, wenn der so auf der Höhe, wie jetzt rechts die Signale sind, die Signale auch angebracht sind. Nicht so wie alles in der Luft, wie es jetzt hier in anderen Städten sind. Das ist ja völlig ein Quatsch. So. Die Fahrstraßensteuerung auf geradeaus. Hat auch schon reagiert. Kann ich gar nicht, mein Signal war frei. Und ich gehe nur nach meinem Signal und nicht nach der Autoampel. Haltestelle Engelsbrunnen. Übergang zu den Linien 12, 16. War das Signal war frei. Hier hängt ein Signal im Weg rum. Wir fahren geradeaus.
Aber hier geht es sonst in die Wendeschleife. Na, ist das Weichensignal kaputt? Oh, der ist aber auch flott unterwegs da. Linie 12. Stelle Igor Jurkewitsch Platz. Übergang zur Linie 16. Geht jetzt gleich geradeaus wieder. Fahrstraßensteuerung können wir wieder ausschalten. Ja, wenn ich das jetzt so zähle, sind das noch 7 Haltestellen in ungefähr. Gut. Signal ist frei, dann geht's auch weiter. Signal war frei. Was geht mich Haltestelle Rathausplatz. Autoampel an. Übergang zur Linie 16. So, hier geht's geradeaus. Was für eine Weichenführung. Sau stark. Haltestelle Lilienstraße. Übergang zu den Linien 13, 16. Und ab nach rechts.
Aber ich finde, es klappt wunderbar mit der Weichensteuerung. Manuell. Gleich sind wir am Ziel. Aber auch dann eine gute Zeit für das Video zusammen. Das ist perfekt, das passt. So, weiter geht's. Haltestelle Stadtgraben. Übergang zur Linie 16. Geht's rechts. DHL. Kommen Sie zu DHL, hier werden Sie garantiert über den Tisch gezogen. Ich habe ja wieder die Weichensteuerung rausgenommen, sonst biegen wir irgendwo versehentlich falsch ab. Da kein anderes Signal jetzt hier vor Ort ist, dann gilt jetzt auch für mich die Autoampel. Haltestelle Löwenstraße. Übergang zur Linie 14. 14. Was, wenn ich los? Die Leute langsam nach Hause. Oh ja, und so voll ist es auch nicht. Tja, was machen wir jetzt, wenn das jetzt hier dauerrot bleibt? Werden wir dann vorsichtig... Ah! Ich hatte es schon bezweifelt.
So, gleich haben wir es geschafft. Haltestelle Sonnengasse. Übergang zur Linie 14. So ein Einkaufscenter, Arkaden, ja, natürlich kann das sein. Schon wieder losgefahren. Haltestellen verfehlt. Oh, Quatsch. Haltestelle Lauridorstraße. Übergang zur Linie 14. So, geht das nochmal links. Mediamarkt ist auch am Start. Ah ja, es ist Fernlicht, okay. So. Weiter geht's. Haltestelle Eichenweg. Übergang zur Linie 14. So, noch ein Stückchen und dann haben wir es geschafft. Haltestelle am Weidensee. Übergang zur Linie 14. Fahrtende. Bitte aussteigen. So, Ziel erreicht. Aber hier waren wir, glaube ich, vorhin schon, als wir mit der 14 gefahren sind. Ja, ist es auch. Auch nicht so schnell fahren, sonst fällt Oma und Opa hier durch die Bahn. Also die Bremsen funktionieren auch. Bin
noch eine 14 davor. So, Freunde, dann lassen wir die mal alle aussteigen hier. So. Wir haben Feierabend. Wir sind am Weidenweg angekommen. War eine schöne Fahrt. Hat wunderbar geklappt mit der manuellen Weichensteuerung. Ich denke, euch hat es auch bestimmt auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert fleißig, was ihr besser machen würdet. Würde mich freuen, mal einige Kommentare zu lesen. Lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und ich schalte jetzt hier den Wagen ab. Mach noch die Tür hier auf. Ich nehme den Stromabnehmer runter. Soll der Kollege sich den selber aufrüsten. Geht nämlich auch. So. Einmal. Dann schalten wir den Hauptfahrtwendeschalter noch auf 0. Batteriespannung aus. Dann steigen wir aus. Gucken nochmal durch die Bahn durch, ob jemand was liegen gelassen hat. Hier hinten hockt auch noch einer, der hier überhaupt nichts zu suchen hat. Aber gut, der Kollege nimmt die dann mit. Jo, gut, dann steigen wir aus. Der Zug ist abgerüstet. Auch noch hier die Tür zu. Jo. Ups, was ist denn das? Sollten Audi sein, dann ist ein Alif, um Gottes Willen. Hier fahren ja Exoten rum, das ist ja der blanke Wahnsinn. Gut, Freunde, dann war es das hier von meiner Seite hier, von dem City Transport Simulator Tram. Hat mal wieder Spaß gemacht. Viel gibt es ja noch nicht. Hey Mann, du kannst nicht Abstand halten. Viel gibt es ja noch nicht, was man so präsentieren kann. Das habe ich euch mal gezeigt, wie wunderbar das geht, auch mit manueller Weichensteuerung. Man muss eben halt nur Obacht passen, dass man danach auch die Steuerung wieder ausschaltet. So, ich verabschiede mich hier aus dem City Transport Simulator Dram. Hat mir Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert fleißig weiter und denkt an den Daumen nach oben. Ganz wichtig, das bringt auch unseren Kanal weiter vorwärts. Der geht schon wieder so dicht an mir vorbei. Ansonsten sage ich jetzt von hier aus: Ciao.